Testen Sie uns. Im Winter im Hallenbad schwimmen kann jeder, aber draußen Eisbaden ist schon was für Hartgesottene. In Gurlan bei Fürstenzell treffen sich jedes Jahr am 2. Januar etwas verrückte Männer und Frauen und stürzen sich in die kalten Fluten. Die Idee entstand vor ein paar Jahren aus einer Wette und so ist die Eisbaderei im Steinbruchweiher mittlerweile fast schon eine Tradition. Michaela Kainz war dabei. Das neue Jahr mal auf eine andere Art begrüßen, das wollten diese 8 Männer und Frauen. Sie gingen bei minus 1 Grad Außentemperatur eisbaden. Wo? Im 60 Meter tiefen Steinbruchweiher in Gurlan bei Fürstenzell. Einige nicht zum ersten Mal. Ich mag es zum zweiten Mal, nachdem mich unser ältester Sohn, der Martin, letztes Jahr überredet hat. Im Januar zum dritten Mal. Und ansonsten haben wir erst im März gegangen. Um den kalten Temperaturen zu trotzen, kommt es natürlich auf die Technik an. Schnell reingehen, also Augen zu und durch. Da kann man nicht trainieren. Ein bisschen im Internet geschaut, ob man es überlebt. Und da habe ich gesehen, man überlebt es. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit. Vorher schauen, dass man schön warm ist. Dann rein, ohne zögern. Dann danach auch wieder das Auto. Immer schön warm halten. Und so stürzten sie sich in die kalten Fluten. Danach ein paar Minuten aufwärmen und auf ein neues. Abgehärtet und ein bisschen verrückt muss man bei so einer Aktion schon sein. Besonders schlimm ist, wenn man unter den Ersten ist und die Letzten dann erst nachkommen. Also man hat dann das Gefühl, es krabbelt so langsam von den Zehen bis zu den Haarwurzeln. Ja, also heuer war es meiner Meinung nach ein bisschen schlimmer als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja eisdick drüber, die haben wir noch wegschneiden müssen zuerst. Heuer war kein Eis drauf, aber ich muss sagen, heuer war es gefühltmäßig wesentlich kälter. Es ist aber schauer zum Ausfallen, ja. Also ich muss sagen, heute war es richtig reißlich. Erstens, weil wir immer so viele Leute waren, bis also wir alle drin sind, zieht sich furchtbar und die Füße haben ganz schön brennt heute. Also heute war es nicht angenehm. Wichtig nach dem Eisbaden. Ja, das Beste ist wirklich gleich in ein warmes Auto reingehen und wirklich gleich die ganzen nassen Klamotten ausziehen und wirklich, dass man wieder gleich drucker ist. Und heuer haben wir auch ein bisschen Doping gemacht, heuer haben wir unseren Glühwein mitgenommen und der wärmt auch von innen. Also das ist was Gutes, ja. Die Idee für diese Aktion entstand vor ein paar Jahren auf ganz banale Weise. Angegangen ist eigentlich mit einem Wett. Im Sommer, wohlgemerkt. Dann haben so viele Leute gehört, dass wir nicht mehr ausgehen haben. So quasi haben wir dann fast müssen. Die anderen Teilnehmer wurden einfach überredet. Ja, eigentlich durch die Smartler. Ja. Also von meiner Tochter, der Freund, dessen Vater hat uns eigentlich dazu gebracht. Also der hat das so in den Raum geschmissen, dass sie das machen und ich natürlich, ja, da mache ich auch mit. Die verrückte Aktion hat aber auch einen guten Zweck. Ja, auch ein Grund, warum dass wir das auch machen und da muss ich meinen ältesten Sohn Martin auch Dankeschön sagen. Die haben letztes Jahr angefangen, dass für unseren Verein, wo ich ja erster Vorsitzender bin, vom Verein Sportlich Helfen, haben so mit Spenden sammeln ein bisschen angefangen bei diesen Eisbaden. Und heuer habe ich also 75 Euro wieder gekriegt von den Eisbadern. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, bei Martin und alle, die da mit reingegangen sind jetzt ins Wasser. Also dann schnell aufwärmen und bis zum nächsten Jahr.